Wie ist was geht ab, Leute? Ihr wisst ja alle, hier auf diesem Kanal bringen wir meistens Meme-Content, alles was so mit Anime und Gaming zu tun hat und natürlich auch VTubern. Und heute sprechen wir über ein echt sehr interessantes Thema, wo ich super gespannt bin auf eure Meinung, weil da kann man sich echt sehr viel drüber streiten. Wie ihr alle wisst, bin ich sehr großer, ja, Anime-Fan und VTuber-Fan. Und dieses Thema kam nämlich von euch Zuschauern, die ihr mir nämlich gestellt habt, weil ich dieses ganze Thema drumherum gar nicht auf dem Schirm hatte. Viele unter euch, die selber auf Twitch viel live unterwegs sind oder auch auf Twitter, werden Ginger bzw. Looney Woo kennen, die nämlich auch ja, die größten oder einer der größten VTuber sind in ganz Deutschland. Und die sind nämlich in der ja, Agentur drinnen, nämlich Leitmotiv. Und diese haben jetzt anscheinend mit der Seite Moment, die kann ich bislang noch gar nicht, eine ja, kleine Collab gestartet. Und da muss ich ehrlich sagen, die finde ich doch ein bisschen sehr fragwürdig. Aber falls ihr von Moment noch nie was gehört habt, Bruder, ich hatte auch bis vor kurzem gar keine Ahnung, weil ich auf Twitter und den ganzen Scheißseiten nicht unterwegs bin, weil das ist so Omega Cringe und da passiert nur Chaos. Aber ich erzähle euch erstmal, worum es geht. Und warum ich das gar nicht mal so geil finde. Auf der Seite Moment kann man nämlich quasi für echt Geld virtuelle Bilder nämlich kaufen. Jetzt kann der ein oder andere sagen, ja, Ruf, das ist doch wie ein NFT. Ja, aber ich bin für die NFTs, da bin ich nicht ganz so drinne. Da halte ich mich lieber draus. Die haben selber ein Meme darüber gepostet. Aha, nein, wir sind keine NFTs, aber da halte ich mich raus, da will ich auch nicht viel zu sagen, weil das ist nämlich nicht das große Problem an der ganzen Sache. Mein Problem ist nämlich jetzt, dass man diese Bilder auf dieser Seite von euren Lieblings-Creators kaufen kann, was echt cool ist. Ihr könnt dadurch euren Creator supporten und vieles weitere. Das Problem ist nämlich, ihr kauft dieses Bild nicht einfach so, sondern ihr kauft das quasi als ja, ein Booster-Pack. Also so wie einfach so FIFA-Packs oder wie in Pokémon-Packs. Und das ist halt schon echt einigermaßen, ja, oder es ist halt einfach Glücksspiel, beziehungsweise ein Gacha, weil wenn du genau dieses Bild haben möchtest, kannst du es ja nicht direkt bekommen, weil du durch diese Packs diese erstmal freischaltest, beziehungsweise die erst bekommst. Und das ist nämlich der Knackpunkt an dieser ganzen Sache. Aber genau an diesem Punkt bin ich sehr gespalten. Es gibt nämlich sehr viele Fans da draußen, die gerne diese VTuber supporten wollen und die wollen dann auch die gesamte Galerie nämlich fertig bekommen. Und das stört mich nämlich ein bisschen, weil sau viele dieser Creator, die nämlich da sind, supporten diese Seite. Und ich weiß nicht, also es ist halt wirklich einfach Gacha bzw. Glücksspiel. Und sowas zu supporten, finde ich echt, sollte man wirklich, ja, kritisch nämlich darstellen, weil Gambling, was man supportet, ist immer sehr schwierig, besonders wenn man eine, ja, etwas jüngere Zuschauerschaft hat. Es erinnert mich halt wirklich irgendwie an Pokémon, so Gotta catch 'em all. Aber ich weiß nicht, ob es ja so der richtige Weg ist, dass das halt so aktiv von denen supportet wird. Weil, wenn man sich jetzt wirklich mal vom Worst Case ausgeht, da sind irgendwelche jüngere Zuschauer, du musst deine Kreditkarte angeben und da können die ganz schnell echt viel Scheiße machen. Ihr kennt das wahrscheinlich irgendwie aus Memes oder aus Internetgeschichten. Wenn Leute Kreditkarte benutzen, dann kannst du ganz schnell, echt schnell ins Minus gehen und das ist nicht ganz so cool. Weil nämlich auch diese Packs, die du kaufst, schon einiges an Geld kosten. Also ich habe nämlich gesehen, du kannst zwei Packs für 6 Euro kaufen und für ein virtuelles Bild und auf die geringe Chance, eine ja, Goldkarte zu bekommen, beziehungsweise das Seltenste, weiß ich nicht, ob sich das halt so lohnt. Ich habe nämlich auch auf Twitter gelesen, dass mehrere Leute hunderte von Euros reingesteckt haben, nur um die seltenste Karte zu bekommen. Und ich weiß nicht, also das ist nicht so ganz wirf. Natürlich sehen die Artworks cool aus, aber für so viel Geld, da könnte ich, weiß ich nicht, irgendwie was von einem anderen Shop kaufen oder irgendwie Merch, der hundertprozentig ankommt und vielleicht doch etwas billiger ist. Das große Problem ist nämlich dabei, dass in einem Pack, was du nämlich kaufst, sind drei Commons drin und eine seltenere Karte. Und diese Seltenheitsstufe geht von, keine Ahnung, das sind irgendwie vier unterschiedliche Seltenheitsstufen noch. Und bei einer goldenen, also der allerhöchsten, ist noch so ein kleiner, ja, Bonus mit drin. Das Geile ist nämlich, wenn du eine Goldkarte ziehst oder in diesem Pack, dann wird dir nämlich versprochen, dass du dieses Bild, was du gekauft hast, oder in diesem Pack,
Das bekommst du nämlich als Display zu dir direkt nach Hause geschickt. Finde ich eine gute Idee, also dass das so geschickt wird, aber das verstärkt nochmal dieses, ja, ey, kauf meine Packs, vielleicht bekommt ihr das, und das treibt dieses, ja, Gacha-Addicting-Gambling-Sache an, weißt du? Wenn jeder immer kauft und kauft und dann, ja, das kann der Nächste vielleicht sein, vielleicht kriege ich den beim nächsten Pack, und es ist halt wie ein Schneeball einfach. Er rollt und rollt und dann wird das Geld immer höher und höher, und das könnte echt nicht ganz so gut werden im Endeffekt. Es sei denn, es hat Glück und du ziehst es beim ersten Pack, dann sei Gacha-Gott auf deiner Seite. Weil ihr könnt euch nämlich ausrechnen, ne? Es gibt 20, ja, Bilder quasi, und es gibt immer 4, ja, ich nenne jetzt mal Gold oder Legendary. Und dann könnt ihr euch mal ausrechnen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, wenn es, ich glaube, 5 unterschiedliche Seltenheitsgrade gibt und ihr in einem Pack 3 von 4 Karten kommen sind. Also da ist die Chance schon echt sehr gering. Und wenn du wirklich alle haben willst, dann das wird schon einiges kosten. Aber es muss jetzt auch nicht immer alles schlecht sein. Real Talk, im Endeffekt ist es ja jedem selber überlassen, ob der jetzt ein Pack kaufen möchte, weil du unterstützt im Endeffekt natürlich deinen Lieblingscreator. Und das finde ich auch gut. Wenn ihr euren Lieblingscreator supporten möchtet, dann könnt ihr euch das so machen. Es ist im Endeffekt euer Geld. Aber wenn ihr meiner Meinung nach wirklich den supporten möchtet, dann kauft zum Beispiel deren Merch oder kauft oder donatet den, weil das ist, glaube ich, so der beste Weg, um diesen Creator direkt zu supporten. Was die auch noch gut gemacht haben, ist nämlich, dass du uptraden kannst quasi. Das ist nämlich eine gute Mechanik, muss ich Real Talk sagen, weil das macht dieses Goldtauschen oder Goldkarten erhandeln oder dieses Display bekommen etwas einfacher. Du kannst nämlich, ich lass mich lügen, Alter, irgendwie jetzt zum Beispiel 10 Common-Karten eintauschen und diese für eine Stufe höher machen. Und dann wird die zum Beispiel irgendwie zu Common, zu Rare. Und das kannst du immer weiter und weiter machen. Und bis du halt deine, ja, Gold-Karte nämlich eingetauscht hast. Und dann, ich weiß nicht, ob du denen das schickst, ein Bild oder so, oder ob die das auf der Seite nämlich sehen, kriegst du nämlich ein Display zugeschickt. Das ist wirklich Real Talk, sehr stark, und das finde ich nämlich auch echt fair gemacht so. Lustig finde ich aber auch noch, dass es so eine Rangliste gibt. Also wenn ihr unter einigen Creatern geht, ist da drunter einfach so eine Rangliste, wie viele Packs gekauft worden sind und was alles gezogen wurde. Finde ich schon ein bisschen lustig, aber das war es auch schon vom Video. Schreibt mal gerne in die Kommentare, wie ihr das so findet. Was ihr dazu sagt, dass die VTuber dieses Gacha bzw. ja, Glücksspiel oder wie man das auch nennt, einfach promoten. Das würde mich echt sehr freuen, aber kurzer Disclaimer, nicht nur VTuber machen das, sondern auch sehr viele andere Content Creator, zum Beispiel LeFloid, Mango und viele, viele weitere andere. Aber das ist mir jetzt da aufgefallen, weil ich eher so in dieser, ja, nicht Bubble, aber Gruppe bin, für die ich mich auch sehr interessiere. Deswegen, nimmt das nicht hier allzu böse. Beides, es hat Vor- und Nachteile. Im Endeffekt, es ist euer Geld, macht damit, was ihr wollt. Das ist halt nur meine Meinung. Deswegen, schreibt es in die Kommentare. Lasst gerne ein Abo da, falls ihr weiteren Content nicht verpassen wollt. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und schönes Wochenende noch. Gut, Kuss, geht raus.